zusammen, seid ihr bereit für den ultimativen Foundation-Test des Jahres? Ich glaube, so etwas habe ich auf meinem Kanal hier noch nie gezeigt, aber das finde ich hier extrem interessant. Ich vergleiche nämlich heute zwei Stick Foundations miteinander und zwar im direkten Vergleich. Ich werde mir eine Seite mit der einen Foundation auftragen, die andere mit der anderen, werde den Rest des Gesichtes komplett gleich schminken. Ich werde nur ganz wenig Concealer verwenden, aber halt eben für das ganze Gesicht das gleiche Puder, Bronzer, Rouge, was man noch so aufträgt und so weiter. Das werdet ihr dann sehen. Und ich nehme euch über den ganzen Tag mit und wir vergleichen diese beiden Foundations einfach mal auf meiner öligen Haut. Die Stick Foundation von Hourglass habe ich mir geleistet, gekauft bei Douglas für 49,99 für 7,2 Gramm. Ich habe hier die Farbe Golden Tan und die ist wunderbar und super schön und sehr hochwertig verarbeitet. Und wenn man die Foundation rausdreht, haben wir hier einen Stift in Dreiecksform, mit dem man sich das Produkt direkt auf die Haut auftragen und mit einem Beauty Blender einarbeiten kann. Ich habe mit dieser Foundation hier sehr gute Erfahrungen gemacht, auch für meine ölige Haut. Die sitzt nämlich super, macht ein ebenmäßiges Hautbild und ich bin mit ihr super zufrieden. Auf der anderen Seite teste ich heute den Make-up Revolution Foundation Stick. Das ist die Farbe F12 und ich habe ihn gekauft bei Cosmetic for Less für ganze 5,99 Euro. Über die Grammanzahl konnte ich nicht viel rausfinden. Nehmen wir einfach an, die haben die gleiche Grammanzahl drin. Den zeige ich euch auch. Der ist rund. Ebenfalls ein Stick, mit dem man das Produkt direkt auf die Haut auftragen kann. Ich werde jetzt gleich mein Gesicht, wie gesagt, teilen. Auf dieser Seite hier auf meiner rechten, von euch aus gesehen links, werde ich die Hourglass Vanish Stick Foundation auftragen und auf der anderen Seite den Revolution Foundation Stick. Das mit dem Inhalt hat mich jetzt doch interessiert. Also wenn ich das, ich habe beide jetzt bis zum Anschlag rausgedreht, wenn ich das so vergleiche, würde ich sagen, ist bei beiden in etwa das Gleiche drin. Diese Seite hier wirkt ein bisschen kürzer, dafür ist sie auch ein bisschen dicker. Also in etwa gleich, würde ich sagen. Und ich starte mit der Hourglass-Seite. Das mache ich immer so, dass ich hier einfach einen Strich runterziehe, dann noch so ein bisschen an der Schläfe und an der Stirn. Das ist eine sehr, sehr schöne deckende Foundation. Ihr seht es, ich nehme einen Beauty-Schwamm dazu und arbeite sie mir so ein. Ich bin super zufrieden mit ihr, muss ich sagen. Ich habe die jetzt also, wie gesagt, schon ein paar Mal einzeln getragen und wenn man die schön leicht abpudert, dann hält die wirklich den ganzen Tag matt und macht ein sehr, sehr schönes Hautbild, finde ich. Ich bin halt immer zufrieden, wenn ich dann am Abend noch in den Spiegel schaue und sage, ja, die Foundation sitzt noch. Und ich hatte sie mir bestellt nach langem, langem Hin und Her, weil mich der Preis so abgeschreckt hat. Ich habe gedacht, mein Gott, alle reden so gut davon, auch die mit öliger Haut, amerikanische YouTuber habe ich geguckt und so weiter, nachdem ich dann kurz davor war, sie zu bestellen. Ich nehme noch ein bisschen was nach hier unten, so, und ein klein wenig hier noch, so. Da habe ich also wirklich lange, lange mit mir gehadert aufgrund des Preises. Ich meine, wir reden über 50 Euro für 7,2 Gramm. Kann man jetzt sich auch sparen eigentlich, aber ich habe gedacht, nachdem ich sie das erste Mal aufgetragen hatte, also für eine Stick Foundation, ich bin kein Freund von Stick Foundations, also von diesen Stiften, die man sich so aufs Gesicht malt, ist die sowas von super gut, dass ich es schon gar nicht mehr bereut habe. Ich habe gedacht, das ist wirklich ein tolles Produkt, das hebst du dir so auf für besondere Tage, ne? Für wenn du mal ausgehst und so oder für so Tage, wo das wirklich den ganzen Tag halten muss, dann hast du ein perfektes Hautbild und es hält dir bis abends eine Foundation, auf die man sich verlassen kann. Ganz, ganz toll und ja. Die beiden Schätzchen hier lege ich jetzt zur Seite. Ich benutze selbstverständlich für die Revolution Foundation einen neuen Beauty Blender, nur dass ihr das wisst. Auch hier mache ich erstmal hier so einen Streifen hier so runter. Hier nochmal ein Schläfe, so ein bisschen an der Stirn. So, und dann kann ich auch direkt mal hier unten. So, und auch das arbeite ich mir gerne mit dem Beauty Blender ein. Das ist also wirklich, ich habe den gesehen, ich bin mit Produkten von Revolution insgesamt recht zufrieden. Ich mag den Concealer super gerne. Und dann habe ich diese Stick Foundation gesehen und habe gedacht, ach weißt du, probier es doch einfach mal aus. Für den Preis von rund 6 Euro, kann man nicht so viel falsch machen, teste das mal, vielleicht ist das was, glücklicherweise für deine ölige Haut und wenn es nichts ist, ja mein Gott. Jetzt war ich mir uneins mit der Farbauswahl. Es gibt also von der Revolution Foundation 18 verschiedene Farbnuancen, das war ein bisschen schwierig für mich, ich habe sehr, sehr viel gegoogelt und geschaut, was könnte da zu mir passen und ich habe prompt dreimal die falsche Farbe bestellt, die war einfach viel zu hell, waren die alle drei und habe mir dann am Ende nochmal zwei nachbestellt, beziehungsweise die habe ich dann von Cosmetic for Less als PR-Sample bekommen, die Farbe 11 und 12 und die 12 passt definitiv am allerbesten zu mir.
So, und dann habe ich losgelegt mit dem Testen, ne? So, und auch mit der war ich so zufrieden und habe dann auch abends in den Spiegel geguckt und habe gedacht, wow, das sieht aber immer noch so toll aus. Und da kam mir der Gedanke, die beiden doch einfach mal zu vergleichen für euch, weil ich dachte, wenn das wirklich so ist, dass die beide das gleiche Ergebnis in etwa zaubern und beide so gut halten, warum soll ich dann 50 € ausgeben, wenn es auch 6 € tun? Und deswegen bin ich so drauf gekommen. Auch hier nochmal so ein bisschen hier was nachgenommen und hier vielleicht noch. Und dann arbeite ich mir den Rest ein. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich gehe jetzt in mein Bad und schminke mich zu Ende mit original den gleichen Produkten. Das hatte ich vorhin schon erwähnt. Ihr seht hier auf dieser Seite Hourglass und auf dieser Seite Revolution. Ich persönlich sehe jetzt hier im Spiegel keinen Unterschied. Die Farben passen beide, die sehen beide gut aus für mich. Auch vom Hautbild her sehe ich keinen Unterschied. Ich nehme auf jeden Fall meine kleine Kamera mit, nehme euch jetzt mit ins Bad, zeige euch das Ganze jetzt einfach nochmal unabgepudert, ungeschminkt, sodass ihr das nochmal richtig in Nahaufnahme sehen könnt. Und wenn ich dann fertig bin, sehen wir uns wieder und über den Tag beobachten wir das Ganze mal. Viel Spaß! So, jetzt nochmal frisch aufgetragen in meinem Bad bei Tageslicht. Das ist die Seite mit dem Revolution Stick. Ich finde, dass der auch noch einen schönen Glow so verleiht. Und das ist die Seite mit dem Hourglass Stick. Ich finde, das macht so ungefähr das Gleiche. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, ich hätte mich mit einem Produkt geschminkt, weil ich wirklich keinen Unterschied erkennen kann. Vielleicht seht ihr einen in der Kamera, vielleicht gibt es da einen Farbunterschied. Ich werde jetzt ein loses, leichtes Puder drüber stäuben. Nur einen ganz kleinen Punkt Concealer hier so in die Mitte machen, meine Augen schminken, mich fertig machen. Ich wollte nur, dass ihr das noch einmal so richtig von nahem seht. Also jetzt im Moment krabbelt natürlich noch nichts irgendwo hin oder so. Das könnte man auch, glaube ich, jetzt noch nicht erkennen, aufgrund der Tatsache, dass es frisch aufgetragen ist. Aber ja. Bis gleich. Und zack, da ist sie fertig geschminkt. Wenn das mal immer so schnell gehen würde. Ich habe natürlich meine Zeit dafür gebraucht. Ich wollte euch nur kurz das fertige Ergebnis einmal zeigen. Ich werde jetzt hier in meiner Filmecke noch ein weiteres Video drehen. Das ist auch immer Stress für die Foundation. Meint man vielleicht nicht, zumal das Kunstlicht hier auch immer ein bisschen schmeichelt. Ich glaube, das sieht man auch bei dieser Kamera. Das sieht dann immer alles so ein bisschen weicher aus. Aber ihr werdet mich ja heute auch noch im Laufe des Tages draußen sehen und das Ganze im Tageslicht betrachten können. Danach bin ich noch unterwegs. Ich habe noch einige Dinge zu erledigen. Das werdet ihr alles so ein bisschen mitmachen heute. Und beobachten können, wie diese beiden Foundations so performen, sagt man ja heute zu Neudeutsch, ne? Also, auf in den Tag. Kurzer Zwischenstand um 11:30 Uhr ungefähr, Viertel vor 12 haben wir jetzt. Ich gehe jetzt mal ans Fenster. Bis jetzt habe ich noch nicht abgepudert, nichts gemacht. Ich hatte auch ehrlich gesagt keine Zeit. Seht ihr immer was? Wie ist das Licht hier so? Ich gehe mal ein bisschen mehr so in den Schatten. Also ich bin zufrieden. Mit beiden Seiten bin ich 1:1 zufrieden, wenn ich mir das so betrachte. Jetzt hier nochmal so einen größeren Spiegel. Also ich habe im Moment nichts zu meckern, hat sich aber auch noch nicht so viel getan. Ich würde sagen, ich lasse jetzt mal noch 2, 3, 4 Stunden vergehen und dann gucken wir uns das Ergebnis mal an, wie sich das so entwickelt hat. Hourglass-Seite, Revolution-Seite. Bis jetzt. Alles Taco auf beiden Seiten, würde ich sagen. 3 Uhr mittags, Zeit für ein Zwischenstatement. Ich kann überhaupt nicht da in die Linse reingucken, weil ich nichts sehe. Aber ich dachte, im prallen Sonnenlicht könnte ich euch das Ganze auch mal präsentieren. Bin nämlich jetzt gerade unterwegs, sitze auch im Auto. Ich traue mich gar nicht, die Augen aufzumachen. Aber ich komme jetzt einfach mal ein bisschen näher mit geschlossenen Augen und hoffe, dass ihr was sehen könnt, beziehungsweise dass ihr nicht sehen könnt. Ich habe nämlich den Eindruck, upsa, Entschuldigung, das ist ja fürchterliches Licht hier. Dass sich da einfach mal gar nichts tut. Also es sieht immer noch fresh aus auf beiden Seiten. Das ist die Revolution-Seite. Ich finde, das sieht großartig aus. Und auch wenn ich von nahem so gucke in den Spiegel gerade, alles Taco richtig gut. Und auch die andere Seite, die Hourglass-Seite, wenn ich so gucke, hat immer noch diesen Shine, macht immer noch ein tolles Hautbild, so wie ich es von ihr gewohnt bin auch. Ich sehe da keinen Unterschied. Es bleibt dabei. Meld mich später nochmal. So, immer noch 3 Uhr. Aber diesmal im Schatten. Also auch Tageslicht, aber Schatten. Ich glaube nicht, dass ich noch so wahnsinnig viel dazu erzählen muss. Ich habe mir übrigens die Haare zwischenzeitlich hochgebunden, weil ich gegessen habe und die gingen mir auf die Nerven. Dass ich viel dazu erzählen muss. Ich zeige euch einfach beide Seiten noch einmal kurz. Und ich komme auch gerne noch ein bisschen näher ran, dass ihr euch das Hautbild gut angucken könnt. Sagt ihr mir, ob ihr einen Unterschied seht? Sagt ihr mir, die Seite sieht man aber, dass das hier High-End ist.
Hourglass und so. Habe ich auch erwartet. Und vielleicht die Seite hier. Kann ich aber schon sehen, dass das aber auch Drogerie ist. Nicht so gut, ne? Ernsthaft? Also ich sehe keinen Unterschied. Ich meine, ich renne jetzt schon den ganzen Tag so rum und habe nicht einmal nachgepudert. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also das ist schon gut. Das ist schon gut. Das ist schon geil. 19 Uhr bisher nicht wieder abgepudert. Ich glaube, viel mehr muss ich dazu jetzt nicht mehr sagen. Ich meine, seht euch das an. Das ist einfach ein richtig geiles Ergebnis. Sowohl auf dieser Seite als auch auf dieser Seite. Für mich mit öliger Haut ein absoluter Knaller, dass ich nicht einmal heute nachgepudert habe. Und es sieht noch so fantastisch aus. Wenn ich jetzt heute Abend weggehen würde, würde ich jetzt nochmal eine leichte Schicht Puder auflegen. Speziell in der T-Zone. Und ja, hier vielleicht nochmal mit dem Bronzerpinsel rübergehen oder so. Ich habe mir jetzt hier doch zwei, dreimal vielleicht ins Gesicht gefasst. Ich finde sogar jetzt spontan in diesem kleinen Display hier, diese Seite hier mit Revolution sieht ein bisschen besser noch aus. Weiß ich nicht, wie ihr das seht, als diese hier. Wir wollen das ja ganz genau unter die Lupe nehmen. Und ja, lasst mich gerne wissen, was ihr dazu denkt. Vielleicht mache ich noch ein Outro, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Fakt ist, mich hat der Revolution Stick absolut überzeugt, aber wirklich zu 100%. Und ich würde nicht wieder das Produkt von Hourglass kaufen, zumindest nicht zu diesem Preis. Es ist ein tolles Produkt, es macht, was es soll, es macht ein super schönes Ergebnis. Ich habe kaum nachgeglänzt über den Tag, es macht ein feines Ergebnis, es sieht toll aus, es mattiert, es macht alles, was es soll. Aber für 50 Euro 7 Gramm, nee. Wenn ich das gleiche haben kann für 5,99 aus der Drogerie bzw. aus einem Online-Shop, ich habe es jetzt wie gesagt von Cosmetic for Less, da bediene ich mich doch lieber an dem Revolution, Make-up Revolution Produkt. Ich finde die ganz, ganz fantastisch, diese Foundation, und ich sage bewusst nicht zu diesem Preis. Denn, ganz ehrlich, wenn wir den Inhalt einfach austauschen könnten, wenn der auch dreieckig wäre, und ich würde den in den Hourglass-Stick stecken, es wird kein Mensch merken. Wirklich nicht. Alle wären begeistert und würden sagen, wow, wow, tolles Produkt und und. Und ich behaupte, es würde kaum einer merken. Okay, das ist meine Meinung dazu. Ich hoffe, ihr konntet euch ein gutes Bild machen, so über den Tag. Ich hoffe, ihr habt genug gesehen, auch im Tageslicht. Jetzt ist ja hier schon wieder Kunstlicht angesagt. Es wird so früh dunkel, ich kann leider nichts dafür. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier. Wenn ihr mehr dieser Art von Videos sehen möchtet, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Gebt dem Daumen ein Video hoch. Gebt dem Video einen Daumen hoch, da würde ich mich sehr drüber freuen. Daran kann ich das dann auch immer ganz gut ableiten, ob das gut angekommen ist bei euch oder eher nicht. Dann mache ich öfter mal solche Tagestests mit meiner Handycam hier. Und ja, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Oh